Es ist ein alter Menschheitstraum. Wir bestimmen unser Schicksal selbst. Und das von Anfang an. In Zukunft soll das möglich werden. Dank einer revolutionären Entdeckung der Wissenschaft. Man hat ein Fenster aufgestoßen, wo man eine Möglichkeit sieht, wie der Körper interagiert mit der Umwelt über bestimmte Moleküle, die wir vorher noch gar nicht kannten. Forscher wollen entdeckt haben, wie wir Einfluss auf unsere Gene nehmen können und dadurch unser ganzes Leben optimieren. Wir sind nicht starre Marionetten unserer genetischen Information. Wir können wirklich mitsteuern über unsere Ernährung, über unser Verhalten, über unsere Umwelteinflüsse. Dank der neuen Erkenntnisse können wir auch die Zukunft unserer Kinder beeinflussen. Sogar schon vor der Geburt. Die Wissenschaft weiß, wie eine schwangere Frau ihrem Baby beste Startvoraussetzungen gibt. Und damit nicht genug. Nach der Geburt geht es weiter. Mit dem neuen Wissen könnten wir die Weichen für die Gesundheit und sogar den Charakter der Kinder stellen. Wir sollten noch mehr Zeit und Geld einsetzen für die folgenden Generationen und uns dabei auf die schwangere Mutter und die frühe Kindheit konzentrieren. Sie brauchen die bestmögliche Umgebung, damit ihre Gene perfekt eingestellt werden. Da werden sich völlig neue Wege eröffnen, wie man bestimmte Krankheiten heilen kann in Zukunft. Darunter auch eine der gefürchtetsten Krankheiten, Krebs. Dieser Forschungszweig verspricht ungeahnte Möglichkeiten der Therapie. Die Hoffnung ist, dass wir Krebs behandeln können, idealerweise auch zum Teil heilen können, ohne Chemotherapie. Jetzt sind Sie bestimmt neugierig und wollen wissen, was ist das für eine Sensation? Eine Sensation, die einen so großen Einfluss auf Ihr Leben, sogar auf das Leben Ihrer Kinder haben soll. Herzlich willkommen bei Quarks und Co. Nun, bei dieser Sensation handelt es sich um die Antwort auf eine uralte Frage, nämlich was macht uns aus? Sind es die Gene oder vielleicht eher die Umwelt? Nun, diese Frage ging immer hin und her und in beiden Fraktionen fanden sich gute Argumente. Wissenschaftler, die zum Beispiel sagten, schaut euch mal Neugeborene an. Neugeborene Mädchen reagieren sehr viel stärker auf lächelnde Gesichter als neugeborene Jungs. Und die argumentierten und sagen, das ist ein Beleg dafür, es sind eher die Gene, denn bei Neugeborenen kann der Einfluss der Erziehung ja noch nicht sehr groß sein. Es gibt aber die andere Fraktion, zum Beispiel Neurobiologen, und die sagen, nein, nein, schaut euch die Gehirne von Neugeborenen an, die unterscheiden sich kaum. Also es sind eher die anderen Faktoren. Und auch das ist ein schlagendes Argument. Man denkt zum Beispiel nur an die Kleidung. Mädchen kriegen pink, die Jungs kriegen eher blau. Oder später, wenn man an Spielzeuge denkt, die Mädchen spielen mit den Puppen, die Jungs mit den Autos. Also es kommt erst später. Nun, wenn man so will, gibt es also extreme Positionen. Was sind wir? Sind wir Opfer, wenn man so will, unserer Gene und das ist der dominante Einfluss? Oder ist es eher die Umwelt? Sind es die anderen Faktoren, wie zum Beispiel Erziehung, die uns prägen? Nun, entscheidend dabei ist, das betrifft ja ganz viele Dinge. Es betrifft zum Beispiel Verhaltensweisen. Es kann sogar die Intelligenz betreffen oder, wie Sie gleich sehen werden, Krankheiten. Bei jeder 500. Frau tickt eine Zeitbombe im Erbgut. Eine Mutation in einem bestimmten Gen und die birgt ein hohes Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. Aber nicht alle Frauen mit dieser Mutation erkranken. Wieso also die eine, die andere aber nicht? Der Genetiker Manel Estella beschäftigt sich seit langem mit diesem Rätsel. Die entscheidende Idee für die Lösung bekam er eines Tages beim Mittagessen.
Ich war zum Lunch in einer Cafeteria, als auf einmal zwei Männer zur Tür reinkamen. Es war klar, dass es eineiige Zwillinge waren, denn sie hatten die gleichen Gesichtszüge. Aber seltsamerweise war der eine dünn und der andere dick. Ich fragte mich, wie kann das sein, wo doch beide die gleiche DNA haben. Manel Estella glaubte, dass ihm Zwillinge auch bei der Lösung des Brustkrebsproblems helfen könnten. Er begann, die Krankenakten von eineigen Zwillingen zu überprüfen, die das mutierte Gen in sich tragen. Seine Vermutung bestätigte sich. Am erstaunlichsten war der Fall von zwei Zwillingsschwestern. Beide hatten in ihrem Erbgut die gleiche Mutation, die mit einem hohen Brustkrebsrisiko einhergeht. Aber die eine der beiden erkrankte mit 50, die andere erst mit 75 Jahren. Wie kann es zu einem solchen zeitlichen Unterschied kommen? Das war nicht der einzige Fall. Manel Estella und sein Team fanden insgesamt 15 Zwillingspaare mit sehr unterschiedlichem Krankheitsverlauf. Von diesen Zwillingen nahmen sie das Erbgut für weitere Untersuchungen. Eineiige Zwillinge sind ein Experiment der Natur, denn sie sind ja sozusagen natürliche Klone. Weil beide Zwillinge mit der gleichen DNA starten, können die Unterschiede, die wir sehen, nicht in den Genen liegen. Sie müssen später hinzugekommen sein, während der Schwangerschaft, der Geburt oder später im Leben. An eineiigen Zwillingen kann man deshalb auf einzigartige Weise studieren, wie die Umwelt mit unserem genetischen Material spricht. Die Vermutung der Forscher, die Umwelt hinterlässt Spuren an den Genen und verändert die Genregulation. Diese Spuren wollten sie finden. Dafür erstellten sie für jeden Zwilling ein Profil, das biochemische Veränderungen an der DNA sichtbar macht, und entdeckten deutliche Unterschiede. Wir stellten fest, dass die biochemischen Veränderungen bestimmte Gene abschalten, und zwar nur in dem Zwilling, der einen Tumor hatte. Solche biochemischen Veränderungen bestimmen offenbar, ob ein Gen an- oder abgeschaltet ist. Die Wissenschaftler nennen das epigenetische Regulation. Diese Prozesse könnten erklären, warum die eine Frau Brustkrebs bekommt und die andere nicht. Doch welche Umweltfaktoren die epigenetischen Vorgänge im Fall Brustkrebs auslösen, das wissen die Forscher bisher noch nicht. Gene können also, Sie haben es im Film gehört, durch Umweltfaktoren ein- oder ausgeschaltet werden. Also die Epigenetik ist tatsächlich so etwas wie eine Brücke zwischen Umwelt und Genen. Nun, Gene ein- oder ausschalten, für den Laien ein bisschen schwer, da gibt es ja keinen Schalter, aber tauchen Sie mit mir ein in die Welt unseres Erbguts. Unser Erbgut liegt vor, und zwar in Form von Chromosomen im Kern einer jeden Zelle. Und auf jedem Chromosom ist ein Teil unserer gesamten DNA. Nun, die DNA, die kennen Sie, das ist dieser wunderbare Faden, wo also der Code des Lebens drauf ist. Und diese DNA ist unterteilt in das, was man dann Gene nennt. Nun, die DNA wird kopiert und innerhalb der Zelle, und das ist ganz wichtig, entstehen dann nach und nach Eiweiße. Und genau da spielt nun eine wichtige Rolle, ob ein Gen ein- oder ausgeschaltet ist. Denn nur wenn es eingeschaltet ist, entstehen Eiweiße. Und diese Eiweiße sind entscheidend. Entscheidend für das Verhalten der Zelle. Wenn man das biologisch genau betrachtet, merkt man, diese Eiweiße falten sich. Und genau das sind dann zum Beispiel Enzyme oder Hormone, die die Zelle ausmachen und die damit natürlich auch uns ausmachen. Also wenn ein Gen angeschaltet ist, entsteht zum Beispiel ein Hormon. Wenn dem nicht so ist, entsteht es nicht. Nun, die Information, welches Eiweiß am Ende rauskommt, steht im jeweiligen Gen. Und das kann man ein bisschen vergleichen mit einem Buch. Und das gesamte Erbgut entspricht dann einer Bibliothek. Jede Zelle trägt die gesamte Bibliothek in sich. Jeder Leser entspricht dabei einem bestimmten Zelltyp. Und jeder Leser hat seine eigenen Interessen. So wie Thomas Jenuwein. Er ist Molekularbiologe und beschäftigt sich seit langem mit dem Erbgut in unseren Zellen.
Er braucht, wie alle Leser, zunächst eine Grundausstattung für den Alltag. In einer Bibliothek ist das zum Beispiel der Duden. Ähnlich ist es auch mit unseren Zellen. Jede Zelle braucht zum Beispiel einen Stoffwechsel. Deswegen werden etwa 9000 unserer Gene von allen Zellen benutzt. Andere Gene aber nur von einigen Zellen. Auch in der Bibliothek gibt es Bücher wie etwa zu exotischen Sprachen, die nicht alle Leser interessieren. Ein Molekularbiologe wie Thomas Jenuwein wird eher selten in ein solches Buch schauen. In den Zellen ist es ähnlich. Man weiß, dass im Schnitt ungefähr 200 unterschiedliche Zelltypen nötig sind, um unseren gesamten Organismus aufzubauen. Und diese unterschiedlichen Zelltypen haben unterschiedliche Funktionen, wie zum Beispiel Nervenzellen, Muskelzellen, Leberzellen oder Blutzellen. Und die Umsetzung bedarf, dass nur die jeweilige Information genutzt wird, die für eine bestimmte Zelltypfunktion wichtig ist. Und die anderen Gene müssen abgeschaltet werden. Wenn eine Zelle ein Gen nicht braucht, dann kann sie kleine Moleküle an die DNA anheften und damit das Gen abschalten. Das Gen wird dann nicht mehr in ein Eiweiß übersetzt. Doch das ist nicht alles. Denn die DNA liegt nicht nackt in der Zelle. Damit der 2 Meter lange Faden überhaupt in den winzigen Zellkern passt, ist er auf kleine Eiweißkugeln gewickelt. Hier grün dargestellt. Er ist sozusagen verpackt. Das wusste man schon lange. Was man erahnt hatte, aber noch nicht direkt wusste, ist, dass diese unterschiedlichen Verpackungsgrade Genaktivität regulieren können. Aber es war nicht bekannt, wie es geht. Heute weiß man, auch dank der Forschung von Thomas Jenuwein, wie die Zelle das macht. Wenn sie die Eiweiße chemisch verändert, wird das Gen dichter verpackt. Es ist sozusagen versteckt. Auch das ist ein Ausschalten. Das ist ein bisschen so, als würde man in der Bibliothek die Bücher, die man nicht braucht, einfach verstecken. Es geht auch andersrum. Ein Gen wird angeschaltet, wenn es gebraucht wird. Auch dafür verändert die Zelle die Verpackung. Das Ergebnis? Das Gen kann wieder benutzt werden. Und es geht noch weiter. In einer Bibliothek gibt es auch sehr alte Bücher, die nicht mehr auf dem aktuellsten Stand sind. Für die interessiert sich so gut wie niemand. Lange Zeit dachte man, in unserem Erbgut wäre es so ähnlich. Es gibt DNA, von der man dachte, sie sei nutzlos. Früher nannte man sie sogar Müll-DNA. Sie wird zwar abgelesen, aber es entstehen nur viele kurze Kopien dieser Abschnitte. Ein Eiweiß wird nicht gebildet. Neu ist die Vermutung, dass auch diese kurzen Kopien Gene regulieren könnten. Zum Beispiel heften sie sich an Eiweiße, blockieren dann ein Gen und schalten es damit aus. Ganz so, als würde man mit alten Büchern den Weg zu den häufiger gelesenen Büchern versperren. Jeder Leser sucht sich nur die Bücher aus der Bibliothek aus, die er wirklich braucht. So ähnlich geht es den Zellen mit unserem Erbgut. Auch sie nutzen nur die Gene, die sie wirklich brauchen. Diese Art der Steuerung nennt man Epigenetik. Wir sind nicht starre Marionetten unserer genetischen Information. Wir können wirklich mitsteuern über unsere Ernährung, über unser Verhalten, über unsere Umwelteinflüsse, wie wir zum Teil unsere Gene mitsteuern. Die Bibliothek, eine tolle Metapher. Aber wenn Ihnen das jetzt zu schnell ging, dann klicken Sie uns im Internet an. Denn wir haben für Sie nicht nur den Beitrag, sondern auch noch zusätzliche Informationen bereitgestellt. Nun, wichtig ist Folgendes. Das Gen entspricht einem Buch und die Bücher in der Bibliothek, die bleiben konstant. Aber entscheidend ist ja nicht die Konstanz der Bücher, sondern welche Bücher werden gelesen. Und genau das ist die Idee hinter der Epigenetik. Ich mache es mal an einem konkreten Beispiel deutlich. Stellen Sie sich vor, Sie haben Lust auf Süßes. Nicht nur einen Tag, sondern viele Wochen und Sie essen viel Süßes.
Was passiert? Ihr Körper muss den Zucker abbauen und produziert entsprechend mehr Insulin. Biochemisch gesehen, das Gen für Insulin wird häufiger angeschaltet. Und genau das versteht man unter Epigenetik. Also ein externer Einfluss, zu viel Süßes, verändert einen genetischen Prozess. Nun, wie kann man das genau untersuchen? Man müsste identische Gene haben, mal mit, mal ohne Einfluss. Hat man auch in der Vergangenheit getan. Und zwar mit eineigen Zwillingen. Warum? Die haben identische Gene, also daran kann man dann den Einfluss externer Faktoren sehr gut ablesen. Aber es gibt ein Problem, es gibt viele externe Faktoren. Denken Sie einfach mal an erwachsene Menschen, die erleben Unterschiedliches. Also das ist schwer für die Wissenschaft gewesen, dann eine eindeutige Kausalität zwischen einem bestimmten Faktor und dem Einfluss auszumachen. Und das ist die Idee, warum schwedische Forscher sich etwas sehr Cleveres ausgedacht haben. Sport ist gesund, klar. Aber wie wirkt sich Sport auf unsere Gene aus? Dieses Trainingsgerät soll helfen, das herauszufinden. Das Besondere, hier trainieren Versuchspersonen dreimal die Woche über 3 Monate lang. Und das nur mit einem Bein. Für Marlene Lindholm am Stockholmer Karolinska-Institut ist eines wichtig. Die Probanden trainieren immer dasselbe Bein. Das andere Bein bleibt über die 3 Monate untrainiert. Gut, Mark. Der Grund, warum wir nur ein Bein trainieren, ist der. Bei deinen beiden Beinen ist alles gleich. Die Gene, die Ernährung, der Schlaf. Der einzige Unterschied ist das Training. Und so können wir den Trainingseffekt optimal zwischen beiden Beinen vergleichen. Wenn der Sport tatsächlich Gene verändert, könnten die vielleicht auch die gesundheitlichen Vorteile erklären. Sport hat so viele Vorteile für die Gesundheit. Zum Beispiel senkt er das Risiko für Diabetes, Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einige Krebsarten. Aber wir verstehen noch nicht genau die Genmechanismen, die diese Vorteile bewirken. Um die Gene untersuchen und vergleichen zu können, entnehmen die Forscher kleine Proben von Muskelzellen. Einmal vom untrainierten und dann vom trainierten Bein. Die DNA aus dem Muskelgewebe wird aufwendig auf biochemische Veränderungen hin abgesucht. Besonders an vielen Stellen, die die Gene steuern. Das Ergebnis? Sie finden zahlreiche Veränderungen an der DNA, die nur durch das Training verursacht wurden. Das Ausmaß hat die Forscher selbst überrascht. Etwa 4000 eurer Gene haben sich durch das Training in ihrer Aktivität verändert. Insgesamt haben wir gut 20.000 Gene, also haben sich rund 20% verändert. Allein durch Training werden also über 4000 Gene anders reguliert. Dieses riesige Netzwerk veränderter Genaktivität konnten die Forscher konkreten Trainingseffekten zuordnen. Es sind nicht nur Gene des Muskelfaseraufbaus betroffen, sondern auch Gene etwa für den Zellenergiehaushalt, den Kohlenhydratstoffwechsel, die Zuckerverbrennung und für die Bildung von Fettgewebe. Francesco Marabita ist Bioinformatiker. Er hat die betroffenen Gene genauer untersucht und sie in ihre Funktionen im Körper eingeteilt. Dabei stellte er fest, die Gene verändern ihre Regulation nicht unabhängig voneinander, sondern in zusammenhängenden Netzwerken. Diese Gene verändern sich zusammen und sie werden in ähnlicher Weise aktiviert. Für uns einer der Hinweise, dass sie ähnliche Funktionen bedienen. Sie können sich das ein bisschen wie bei einem Freundeskreis bei Facebook oder Twitter vorstellen. Wer die gleichen Dinge liked und sich in die gleichen Gruppen einträgt, hat auch gemeinsame Eigenschaften. Zwei Beispiele für solche Netzwerke. Einmal aus dem Bereich Muskelstruktur. Und hier das Netzwerk aus dem Bereich Energieversorgung der Zellen.
The fact that we threw something as simple as training, it's a lifestyle. Das ist faszinierend. Mit so etwas Einfachem wie Sport, den wirklich jeder machen kann, können wir so viele Gene für unsere Gesundheit aktivieren. Einfach indem wir die epigenetische Steuerung dieser Gene anregen. Unser Körper hat also ein komplexes Genaktivitätsprogramm, das die Gesundheit verbessert. Es wartet nur darauf, durch Bewegung aktiviert zu werden. Unser Verhalten beeinflusst also auch Genprozesse. So etwas Einfaches wie Laufen beeinflusst zum Beispiel die Regulation von 20% all unserer Gene. Und wenn man jetzt noch was bedenkt, nämlich wir geben die Gene weiter an unsere Kinder, hat das vielleicht einen Einfluss? Und genau da offenbaren sich neue Erkenntnisse. Warum? Nehmen wir ein Beispiel, Rauchen während der Schwangerschaft. Wir wissen natürlich, das ist nicht gesund für das Kind. Aber Wissenschaftler der University of Los Angeles haben das Blut von Kindern untersucht und festgestellt, wenn die Mütter rauchen, dann erkennt man im Blut, dass auch bestimmte epigenetische Schalter umgestellt wurden. Also das hat nicht nur einen unmittelbaren, das hat einen langfristigen Einfluss. Und man geht sogar noch einen Schritt weiter und vermutet, dass sogar Väter, die vielleicht denken, okay, ich bin fein raus, auch eine Verpflichtung haben. Warum? Wenn Väter vor der Zeugung lange geraucht haben, dann merkt man, dass auch das Risiko, dass Kinder einen Effekt haben, nämlich häufiger an Asthma zum Beispiel erkranken, gegeben ist. Und auch hier vermutet man, dass es einen epigenetischen Einfluss gibt, der über die Spermien dann an die Kinder weitergegeben wird. Also, was man sich klar machen muss, ist die Brisanz dieses Themas, dass wir durch unser Verhalten tatsächlich auch in die nächste Generation eingreifen und Genprozesse bei unseren Kindern auf die Art und Weise verändern. Und Rauchen ist nicht das einzige Beispiel. Es ist wie eine Epidemie. Fast jeder 10. Mensch auf der Welt hat ihn bereits. Diabetes Typ 2. Tendenz rapide steigend. Übergewicht und Veranlagung spielen dabei eine wichtige Rolle. Doch Wissenschaftler vermuten, dass hinter dem rasanten Anstieg noch mehr steckt. Hier am Helmholtz-Zentrum in München sind Forscher diesem Rätsel auf der Spur. Dafür brauchen sie ein Experiment, bei dem sie die Umweltbedingungen kontrollieren können. Besonders gut eignen sich Mäuse für solche Untersuchungen. Ihr Stoffwechsel funktioniert so ähnlich wie bei Menschen. Es gibt dünne und dicke Mäuse, die genau wie Menschen Krankheiten entwickeln, auch Diabetes. So wie eineiige Zwillinge haben diese Mäuse alle die gleichen Gene. Wenn sie sich unterscheiden, kann dies also nicht an ihrem Erbgut liegen. Die Forscher füttern die Mäuse nun 6 Wochen lang mit einer kalorienreichen Kost. Als Folge der falschen Ernährung werden sie fett und entwickeln eine Vorstufe von Diabetes, ähnlich wie Menschen. Die Vermutung, die Mäuse können diese Eigenschaft irgendwie an ihre Nachkommen vererben. Eine Vererbung kann nur über Eizelle und Spermien laufen. Um jeden anderen Einfluss der dicken Mäuseeltern auszuschließen, nehmen sie daher auch nur deren Spermien und Eizellen für eine künstliche Befruchtung. Vierundzwanzig Stunden später haben sich die befruchteten Eizellen geteilt. Es sind nun Mäuseembryonen. Die Forscher setzen sie in Leihmütter ein. Diese Leihmütter sind gesund und schlank. Sie tragen die Mäusekinder nicht nur aus, sondern kümmern sich auch um ihre Kinderstube. Die leiblichen, übergewichtigen Eltern spielen für den Nachwuchs keine Rolle mehr. Sie können also auch kein schlechtes Vorbild beim Fressen sein. Also wir konnten ausschließen, dass soziale Kontakte zu den Eltern eine Rolle spielen.
Wir konnten ausschließen, dass Effekte in der Gebärmutter eine Rolle spielen oder auch während des Säugens. Und wir können auch ausschließen, dass wir beispielsweise Bakterien aus dem Darm übertragen, von einer Generation auf die nächste. Das heißt, alles, was wir an Veränderungen in den Tochtergenerationen sehen, ist zurückzuführen auf Informationen, die in den Keimbahnzellen vorhanden sind. Die Forscher beobachten nun die weitere Entwicklung dieser Mäusekinder genau und vergleichen sie mit Mäusekindern von schlanken Eltern. Alle bekommen das gleiche Futter. Zur Erinnerung, diese Mäuse sind alle genetisch identisch und wurden unter den gleichen Umweltbedingungen groß. Der einzige Unterschied, ihre leiblichen Eltern waren entweder dick oder schlank. Und das ist offenbar entscheidend. Die Nachkommen der dicken Mäuse bekamen nämlich deutlich schneller Diabetes als die Kinder der schlanken Mäuse. Diese Neigung können sie nur geerbt haben. Es handelt sich aber um eine erworbene Neigung, die sich die Eltern erst durch die falsche Ernährung angefressen haben. Also wir haben in der Schule immer noch gelernt, dass erworbene Eigenschaften eben nicht vererbt werden können auf die nächste Generation. Und wir haben tatsächlich jetzt zum ersten Mal einen Beweis, dass eine erworbene Eigenschaft über die Keimbahnzellen übertragen werden kann auf die nächste Generation. Und das ist eigentlich eine kleine Sensation. Diese neue Erkenntnis, dass eine erworbene Eigenschaft vererbt werden kann, stellt die Wissenschaft auf den Kopf. Im Fall von Diabetes haben die Forscher auch herausgefunden, dass sowohl Spermien als auch Eizellen diese Fähigkeit haben. Kurz, Vater und Mutter geben ihre Neigung zu Diabetes und Übergewicht an ihre Kinder weiter. Die Frage stellt sich natürlich, inwiefern diese Ergebnisse von der Maus jetzt auf den Menschen übertragbar sind. Nun weiß man, dass in der Genetik ungefähr 95% der Gene sind identisch zwischen Mensch und Maus und haben auch ähnliche Funktionen. Insofern gehe ich davon aus, dass das in der Epigenetik genauso sein wird. Das weiß man auch für bestimmte grundlegende Mechanismen der Epigenetik. Und das wird sich jetzt zeigen in zukünftigen Experimenten. Aber man kann davon ausgehen, dass wir die grundlegenden Mechanismen genauso haben, auch im Menschen. Wenn das stimmt, könnten Menschen genauso wie Mäuse durch falsche Ernährung die Regulation ihrer Gene verändern und dadurch ihren Kindern eine stärkere Neigung zu Diabetes vererben. Das könnte zumindest die rasante Ausbreitung erklären. Man muss natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man Ergebnisse aus dem Tierversuch auf Menschen überträgt. Aber erstaunlicherweise gibt es Beobachtungen, die dafür sprechen, dass auch wir Menschen durch Ernährung erworbene Eigenschaften vererben können. Konkretes Beispiel: der Hungerwinter 1944. Es gab wenig zu essen. Viele Menschen litten tatsächlich unter Hunger. Etwa 20.000 starben alleine in den Niederlanden. Und man hat das Ganze untersucht in den Niederlanden. Und zwar Frauen, die damals schwanger waren, bekamen kleine Kinder. Nun, das ist vielleicht nicht erstaunlich, aber das Interessante ist, diese Kinder wurden irgendwann groß, litten nicht unter Hunger. Und ihre Kinder, also wenn man so will, die Enkel, waren ebenfalls klein. Und das deutet darauf hin, dass tatsächlich Dinge vererbt werden, sogar in die übernächste Generation. Nun, der Einfluss ist enorm und man kann sich fragen, womit hat er zu tun? Nur mit Nahrung oder vielleicht sogar mit extremen Gefühlen, mit Traumata? Nun, auch da gibt es Untersuchungen. Bei Menschen ist das sehr schwer, weil es natürlich viele verschiedene Faktoren gibt, die da zusammenspielen. Aber man hat Versuche mit Mäusen gemacht. Man hat Mäuse traumatisiert und hat beobachtet, die haben bestimmte sehr typische Verhaltensweisen. Diese Mäuse kriegen Nachwuchs. Der Nachwuchs wird nicht traumatisiert. Aber siehe da, der Nachwuchs zeigt ebenfalls sonderbare Verhaltensweisen. Und das deutet darauf hin, wir geben möglicherweise viel mehr weiter an die nächste, an die übernächste Generation, als wir denken. Also der Einfluss der Epigenetik wird vermutlich von uns allen unterschätzt. Nun, wenn der Einfluss in Bezug auf Traumata, in Bezug auf Krankheiten groß ist, kann man das Ganze möglicherweise auch umkehren und sagen, wenn man eine Krankheit hat, kann man möglicherweise genau die Erkenntnisse der Epigenetik nutzen, um einzugreifen. Schon mit Anfang 20 waren sie verliebt. Kurz darauf wurden sie Romy und Horst Hummel.
Sie haben keine Kinder bekommen. Umso mehr Zeit hatten sie für ihre gemeinsame Leidenschaft, das Reisen. Wir sind in der Zwischenzeit 58 Jahre und es kann nicht besser sein. Ich kann niemanden besser gefunden haben. Das ist nichts zu danken, das ist so, oder? Das sind viele Jahre, die wir jetzt miteinander verbracht haben. Das kann nicht besser sein. Doch am 25. Mai 2014 unterbrach Romy Hummel plötzlich die Gartenarbeit. Sie sah verschwommen, ihr war schwindlig. Und ihre Hände und Arme waren auf einmal ganz weiß. Horst war sofort klar. Romy brauchte einen Arzt. In der Notaufnahme untersuchten die Ärzte ihr Blut. Das Ergebnis? Kaum noch rote Blutkörperchen. Eine Erklärung für die weißen Arme. Und auch die weißen Blutkörperchen waren in einem schlechten Zustand. Die Ärzte untersuchten zusätzlich Romys Knochenmark. Auch hier sahen sie kranke weiße Blutkörperchen. Diagnose: Leukämie. Diese Erkrankung ist lebensbedrohlich und ohne wirksame Therapien wie die Blutstammzelltransplantation ist ein Überleben über mehr als wenige Monate sehr unwahrscheinlich. Ich habe gedacht, kann ja nichts machen, kann ja nichts ändern. Wenn er was hat, was mir helfen tut, dann ist es okay und ich muss mit fertig werden. Da habe ich für mich gedacht, Mann, jetzt ist alles vorbei. Leukämie ist also eine Blutkrankheit, so weit habe ich es gewusst. Und die ist wahrscheinlich, so wie ich gehört habe, nicht mehr heilbar. Gott, ich war halt deprimiert. Und dann die Kehrtwende. Zwei Monate später hatte Romy fast keine Krebszellen mehr im Blut. Ohne jede Krebstherapie. Eine seltene Spontanremission. Romy und Horst planten sofort den nächsten Urlaub. Nach Mallorca. Doch 1,5 Jahre später kam der Rückfall. Die Ärzte fanden jetzt in Romys Knochenmark fast doppelt so viele Krebszellen wie beim ersten Mal. Was ich gedacht habe, auch nur ganz kurz. Hoffentlich bin ich nicht so schnell allein. Die Ärzte dachten jetzt an eine Blutstammzelltransplantation. Die hat bei einer Leukämie im hohen Alter die beste Heilungsrate. Viel besser als eine Chemotherapie. Aber die Ärzte fanden keinen passenden Spender. Sie sahen aber noch eine andere Chance. Romy sollte an einer europaweiten klinischen Studie teilnehmen. Die Hälfte der Patienten bekam dabei eine Chemotherapie. Die andere Hälfte eine neuartige epigenetische Therapie. Die Krebszelle verwendet genetische und epigenetische Tricks, um möglichst lange zu leben, sich lange zu teilen, aggressiv zu sein. Und die genetischen Veränderungen, die Mutationen, die können wir nicht so recht beeinflussen. Aber die epigenetischen Veränderungen, die können wir sehr wohl beeinflussen, nämlich indem wir mit DNA-demethylierenden Substanzen, wie wir sagen, die ausgeschalteten Gene, die guten Gene, die die Tumorzelle sehr zielgerichtet abgestellt hat, wieder zu reaktivieren. Romy wurde per Los der epigenetischen Therapie zugeteilt. Sie bekam den Wirkstoff per Infusion. An 5 Tagen hintereinander und das alle 4 Wochen. Bereits nach der ersten Infusion besserten sich die Blutwerte enorm. Da werden natürlich schon Träume wahr, wenn ein Medikament einmal gegeben, das Knochenmark so reorganisiert, dass die Lebensqualität so uneingeschränkt ist. Das war eigentlich immer das Ziel meines Teams und dem sind wir jetzt ein großes Stück näher gekommen. Da muss man dann sehr sein. Gerade wenn man so einen Erfolg hat, wie jetzt ich gehabt habe, und dann denkst du immer nur das Beste. Denkst gar nicht mehr an die schlechte Zeit, wo du gehabt hast. Und ich hoffe, dass noch recht lang es so weitergeht. Nicht alle Patienten haben so großes Glück. Bei Romy wirkt das Medikament besonders gut.
Trotzdem kann die Leukämie jederzeit wiederkommen. Aber bis jetzt geht es Romy so gut, dass sie wieder reisen kann. Was für ein tolles Paar. Ich wünsche, dass die noch viele Reisen machen. Nun, was wir gesehen haben, ist, die Erkenntnisse der Epigenetik führen zu neuen Therapien. Im Film haben wir es gesehen, dabei werden ganz gezielt die vielen Genschalter umgelegt. Das ist natürlich kompliziert, aber die Hoffnung ist, dass man auf die Art und Weise auch andere Krebsarten therapieren kann. Man arbeitet derzeit zum Beispiel auch an Lungenkrebs. Und vielleicht werden in Zukunft sogar Krebsarten heilbar, die im Moment noch nicht therapierbar sind. Nun, der Einfluss der epigenetischen Erkenntnisse ist viel weiter. Denken Sie zum Beispiel an die Vorsorgeuntersuchung. Wir haben in der Sendung gesehen, wie wichtig das Verhalten, die Lebensweise und so weiter auf das Ungeborene ist. Und das führt dazu, dass man auf die Art und Weise Vorsorge auch mit Hilfe der Erkenntnisse der Epigenetik verbessern kann. Also in gewisser Weise gibt es eine neue Freiheit. Unser Lebensstil, die Art und Weise, wie wir uns ernähren, wie wir uns bewegen, selbst die extremen Gefühle, alles das hat einen Einfluss auf die Prozesse der Gene. In gewisser Weise kann man das auch anders sehen, denn diese Erkenntnis führt dazu, dass wir auch eine neue Verantwortung haben. Das bedeutet, eigentlich können wir alles selber steuern, wir müssen nur eines tun, nämlich unser Leben umstellen. Das ist doch ganz einfach, oder? Ja und nein. In der Theorie haben wir es in der Hand. Das sind auch die guten Nachrichten aus der Epigenetikforschung, dass die Möglichkeit besteht, etwas zu verändern, dass wir nicht ausgeliefert sind den Informationen, die uns genetisch mitgegeben werden, sondern dass wir diese Informationen tatsächlich beeinflussen können. Nein, lautet die Antwort, weil es sehr schwierig ist, individuell tatsächlich aktiv zu werden, weil mein Handlungsraum nicht nur von mir bestimmt wird. Aber jeder kann sich doch gesund ernähren. Bei uns gibt es überall gesunde Lebensmittel zu kaufen. Also wenn ich selbst so sozialisiert bin, dass es völlig normal ist, zu einem Fastfood-Laden zu gehen, woher soll ich denn die Kraft nehmen, das plötzlich zu ändern? Erstens, dafür muss ich ja ein Bewusstsein schaffen. Dieses Bewusstsein muss ich mir aber auch aktiv aneignen zu großen Teilen. Ja, und die Debatte um Lebensmittelampeln oder Portionsgrößen in Fastfood-Ketten zeigt ja schon, dass hier das Bewusstsein auch gar nicht vollständig da ist. Vielleicht reicht es, sich auf die jungen Menschen zu konzentrieren, auf die jungen Eltern. Wer gesunde Kinder haben will, muss sich eben anstrengen. Ich glaube, das tun viele Eltern schon. Also vorausgesetzt, es ist ein Wunschkind. Haben wir jetzt schon ganz klare Beobachtungen, dass werdende Mütter oder Frauen, die planen, schwanger zu werden, mit dem Rauchen aufhören, ihre Ernährung umstellen, sich bewegen etc. Und auch viele Handlungsanweisungen schon geliefert werden, wie sie ihr Verhalten optimieren können, um eine gute Schwangerschaft und auch ein gesundes Kind zu bekommen. Und dieser Trend wird durch Epigenetik oder die Ergebnisse aus diesem Forschungsbereich noch gefördert. Also der Katalog wird sicherlich noch wachsen. Ja, die werdenden Mütter haben doch den größten Einfluss auf ihre Kinder und damit auch die Verantwortung. Ich finde das problematisch, weil das wieder ein Fenster öffnet, eine Gelegenheit eröffnet, dass sich ein Großteil der Gesellschaft aus der Verantwortung stehlen kann, ob nun bewusst oder unbewusst. Also Frauen werden schon, das hat ja auch Tradition, immer damit in Verbindung gebracht, dass ihr Verhalten Auswirkungen haben auf die Persönlichkeitsstruktur etc. des Ungeborenen oder eben den Gesundheitszustand. Und was dabei vergessen wird, ist dieses Multifaktorielle dabei, also dass die Frau eben eingebunden ist in einen Kontext und dass sie ihre Umwelt nicht alleine bestimmen kann. Und deswegen greift dieser Begriff dieser Verantwortungszuschreibung hier nicht ganz. Denn sie ist nicht verantwortlich für die Umwelt, in der sie lebt. Also das würde zu weit führen. Ja, nur als Beispiel, wenn eine Frau, die bereits ein oder zwei Kinder hat, die vielleicht noch nicht mal in der Kinderbetreuung sind, die sie also zu Hause hat, oder sie muss arbeiten, oder sie hat einen Mann, der einen Stressfaktor darstellt, weil er entweder zu viel arbeitet oder zu Hause ist, je nachdem, dann wird sie gar nicht ihr Umfeld so gestalten können, um stressfrei zu sein.
Es geht auch um ganz konkrete Punkte, um individuelle Gesundheitsvorsorge. Die Krankenkassen könnten das stärker belohnen und die Verweigerer bestrafen. Ich persönlich fände das negativ. Weil gerade der Gedanke bei der Entwicklung auch dieser oder Weiterentwicklung vor allem von Sozial- und Gesundheitssystemen ist ja der Solidargedanke. Eng verknüpft damit ist natürlich die Vorstellung lange gewesen, ich bin gut aufgehoben, wenn ich hier in dieser Gesellschaft lebe. Und das fördert dann auch wieder die Bereitschaft zur Solidarität mit anderen. Das wird aufgebrochen in dem Moment, in dem Beiträge gestaffelt werden, je nachdem, ob sie rauchen oder wie viel sie wiegen oder was für Sportarten sie machen. Weil dann tatsächlich diese Kosten-Nutzen-Kalkulation, also dieses Rationale, stärker gefördert wird, zu sagen, warum soll ich dafür bezahlen, wenn der raucht oder wenn die einen Sport macht, der gefährlich ist. In unserer Gesellschaft gibt es nun mal diesen Selbstoptimierungstrend. Jeder will gesünder, fitter und schöner sein. Dieser Drang, im Prinzip die Sachen so, wie sie sind, nur bedingt zu akzeptieren, das ist kritisch dabei. Weil immer dabei, dass die Idee ist, es gäbe das Perfekte und man könnte perfekt sein. Ich würde sagen, wir verlieren aus dem Blick, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass Menschen keine Inseln sind, bekanntermaßen, und dass die Erwartung, dass einzelne Verantwortung, nur einzelne Verantwortung übernehmen und ich dabei raus bin, weil es mich nichts angeht, dass das für eine Gesellschaft negative Folgen hat. Bleibt die Frage, was machen wir nun mit den neuen Erkenntnissen? Bieten sie überhaupt eine Chance? Die Erkenntnisse der Epigenetik eröffnen tatsächlich neue Chancen für Therapien. In gewisser Weise auch eine neue Freiheit, denn wir werden nicht nur durch die Gene bestimmt. Unser Handeln spielt eine wichtige Rolle. Und das führt auch zu einer neuen Verantwortung. Aber es kann auch zu einem Zwang führen. Und dabei dürfen wir eines nicht vergessen. Das, was uns als Menschen ausmacht, ist auch mal die Freiheit, unvernünftig zu sein. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und wie immer, bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Tschüss.